Dr. Joel Mudamali ist Autor, Moderator eines Podcasts und Direktor für Theologie und Forschung bei Proverbs 31 Ministries. Er liebt es, die Wahrheiten der Bibel zu studieren und zu lehren. Er lehrt die Menschen über Frieden, wahre Sicherheit, Stärke und Zuversicht und zeigt, dass Demut in unserem Leben von Vorteil sein kann. Bitte begrüßen Sie Dr. Joel Mudamali. Joel, willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Gedanken über den Frieden. Bei Ihnen geht es viel um Demut und die Art von Frieden, die in der Kirche manchmal verloren geht. Darüber möchte ich sprechen. Aber zuerst können Sie uns ein wenig über Ihren Glaubensweg erzählen. Vielleicht, wie Sie zu Proverbs 31 Ministries gekommen sind und was in Ihrem Leben passiert ist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein Teil meiner Geschichte ist, dass meine Großeltern Missionare in Indien waren. Sie stammen aus Indien. Und als Inder habe ich eine ganz besondere Geschichte. Die längste Zeit, an die ich mich erinnern kann, habe ich nur die Geschichte von Jesus gehört, dass die meisten Menschen rebelliert haben und weggelaufen sind. Aber was mich immer fasziniert hat, war die Geschichte von Jesus. Wer ist diese Person, die in die Geschichte der Menschheit kommt und alles verändert? Bis zu dem Punkt, an dem man denkt, egal ob Christ oder nicht, wenn man den Namen Jesus hört, oh, es gibt bereits einen Kontext um diese Person herum. Das hat mich zu einer tiefen Leidenschaft für Theologie gebracht. Und so habe ich an der Uni Theologie studiert. Ich habe verschiedene Abschlüsse gemacht und dann lernte ich Lisa Turkest kennen. Sie schreibt ab und zu ein paar Bücher und sie gab mir eine Vision. Eines Tages saßen wir bei einer Veranstaltung und sie beschrieb mir ihre Vision, den Mangel an dem Wissen von der Bibel zu beenden. Sie meinte damit, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie eine Zeit gegeben hat, in der wir mehr Zugang zu Gottes Wort hatten. Und doch kann die Fähigkeit, die wir haben, es zu verstehen, manchmal sehr mangelhaft sein. Als sie das sagte, war es bei mir so ähnlich wie mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus in Lukas 24. Mein Herz wurde irgendwie lebendig. Ich dachte, oh meine Güte, dafür könnte ich mein Leben geben. Und so bin ich bei Proverbs Ministries gelandet. Ich bin einer von fünf. Der Dienst richtet sich doch hauptsächlich an Frauen, oder? Denn es geht doch in Sprüche 31 um die ideale Frau im biblischen Sinne. Ist das für Sie als Mann nicht interessant, in einem Dienst für Frauen zu arbeiten? Absolut. Ich sage das oft, dass ich auf meiner Reise so viel aus der Bibel und durch die Bibel gelernt habe. Diese letzten 8 Jahre bei Proverbs 31 waren unglaublich prägend für mein Verständnis von Gott und seinem Wort. Ich sitze regelmäßig mit Frauen zusammen, die Jesus und sein Wort lieben. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns auf einzigartige Weise dazu gebracht hat, über den Text auf eine bestimmte Weise nachzudenken. Während meines Studiums hatte ich nie Frauen unter den Professoren. Und hier bin ich nun, der Doktor der Theologie, der versucht, den Text zu lehren und zu erklären. Ich finde mich dabei in einer Haltung der Demut wieder, aus Dankbarkeit dafür, dass ich mich mit der Bibel auf eine Art und Weise auseinandersetzen konnte, mit Fragen, die ich sonst nie gestellt hätte. Aber jetzt, wo diese Fragen gestellt werden, kann ich mich auf eine kraftvolle, neue Art damit auseinandersetzen. Das war unglaublich prägend für mich. Das ist großartig. Sie haben sich Gedanken um das Thema eines verborgenen Friedens gemacht. Sie konzentrieren sich dabei vor allem auf Demut. Was hat Sie dazu inspiriert, sich mit der Idee eines verborgenen Friedens zu befassen und die Bedeutung der Demut aufzuzeigen? Beginnen wir mit Narzissmus. Ich mache mit Lisa und einem Kollegen von uns, Jim Kress, ein zugelassener Therapeut, einen Podcast. Er heißt Therapie und Theologie. Wir sind jetzt bei der 6. Staffel. Eine der wichtigsten Episoden, die wir je gemacht haben, war eine Episode über Narzissmus. Das Wort Narzissmus stammt aus der griechischen Mythologie von Narziss und hat seine Wurzeln im griechischen Wort Narke. Das Faszinierende daran ist, Narke bedeutet eigentlich gefühllos werden, zu erstarren. Eine narzisstische Person ist also gefühllos gegenüber der Realität der Gefühle anderer Menschen, gegenüber den Wünschen anderer Menschen. Und was sie interessiert, ist das, was ich die unheilige Dreieinigkeit nenne. Ich, ich und ich. Einen direkten Anknüpfungspunkt zur Demut habe ich in Matthäus 11, 29 gesehen. Das ist der Aufruf Jesu an uns, einen Tausch des Jochs vorzunehmen. Und wenn wir das Joch tauschen, ruft Jesus uns auf, sein sanftes und demütiges Joch zu nehmen. Das griechische Wort ist hapieno. Er meint damit das demütige Leben von Christus. Das wäre in der griechisch-römischen Welt ja fast eine Beleidigung gewesen, denn man wollte niemals als demütiger Mensch bezeichnet werden. Das war fast nur negativ besetzt. Und doch sagte Jesus, hey, wenn du Frieden willst, wenn du Ruhe willst,
willst, wenn du Erleichterung von der Erschöpfung willst, mit der du ständig zu tun hast, dann nimm mein sanftes und demütiges Leben an. Bobby, ich sehe eine Gesellschaft, die erschöpft ist. Es gibt mehr Angst als je zuvor. Es gibt mehr von dem Wunsch, mehr Macht und Kontrolle durch unsere eigene Stärke zu erlangen. Und am Ende sind die Menschen nur erschöpft. Und doch ist die Demut das Unerwartete, das uns tatsächlich den Frieden geben kann, nachdem wir uns alle sehnen. Die Ruhe, die Jesus für uns bereithält. Das sind großartige Gedanken über die griechisch-römische Welt. Ich erinnere mich, wie ich hörte, dass Julius Caesar oder jemand wie er, der in einer aristokratischen Familie aufgewachsen war, Totenmasken der Helden seiner Abstammungslinie hatte. Es gab einen Raum, in dem all diese Gesichter, die Wachsgesichter ihrer Urgroßeltern an der Wand hingen. Und Julius Caesars Vater nahm ihn zu sich und fragte, was wirst du tun? Was für eine Art von Ruhm wirst du haben? Wird dein Gesicht mal an dieser Wand hängen? Ich habe das Gefühl, dass es manchmal eine Parallele dazu gibt. Es hat etwas Kraftvolles, große Träume zu haben, große Dinge zu erreichen. Wir alle wollen das, aber das wird leicht mit Selbstverherrlichung und Ego verwechselt. Man will, dass die Leute einen sehen und den Namen sagen. Aber das ist das Gegenteil von unserem Glauben, oder? Wir versuchen daraus Energie oder Leben zu ziehen. Ich spreche darüber, dass Sie und ich nie dazu bestimmt waren, Gottes Herrlichkeit abzudämpfen. Und doch ist es das, wozu uns der Stolz einlädt. Stolz ist die Einladung, zu viel von uns selbst zu halten und zu versuchen, die Herrlichkeit Gottes abzudämpfen. Dabei waren wir doch immer dazu bestimmt, diese Herrlichkeit Gottes nicht abzudämpfen, sondern sie zu reflektieren. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes aufnehmen und sie in die Welt hinaustragen. Und während Stolz uns desillusioniert und Klarheit verspricht, aber nur Chaos hervorbringt, gibt uns die Kraft der Demut, Selbsterkenntnis, ohne in die Falle der Selbstbesessenheit zu geraten. Sie hilft uns, uns der Herrlichkeit Gottes bewusst zu werden und ihn für das zu lieben, was er ist, und diese Liebe dann auf seine Schöpfung in einer Weise zu übertragen, die nicht kompromittiert, wer wir schon immer sein sollten. Wenn Sie tiefer in die Bibel eintauchen und diesen Teil des Lebens besser verstehen wollen, möchte ich Sie zu Hause alle ermutigen, sich mehr mit den Gedanken über den verborgenen Frieden von Dr. Joel Mudamali zu beschäftigen. Es geht um wahre Sicherheit, Stärke und Zuversicht durch Demut. Joel, vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank, ich schätze Sie auch.